Hi zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder ein kleines, Tutorial, würde ich jetzt sagen. Basteln. Wir basteln zusammen und zwar basteln wir diese Mini-Wurst-Kugel endlich zusammen. Ich habe sie mit euch jetzt am ausgepackt in Malaga und wusste noch nicht genau, so, wie man sie zusammensetzt und was es beinhaltet. Ich habe mir aber das nochmal genau angeguckt und ja, es ist tatsächlich ein Mix mit Resin. Deswegen ist es cool, wenn wir es jetzt mal ausprobieren. Die Sonne ist eigentlich nur wieder mal da. Die brauchen wir nämlich gleich noch. Ja, und ich habe auch inzwischen ein paar mehr von diesen Kugeln gefunden. Die kommen dann demnächst auch nochmal online. Hier habt ihr jetzt diese Haube. Ich habe auch herausgefunden, dass man diesen Knubbel da oben reinsteckt, dass man sozusagen eine Abdeckhaube hat. Total cool. Wir haben ja hier dabei den Tisch gehabt. Ich packe ihn nochmal komplett aus. Wir haben hier diesen Untersetzer, den Tisch, die Anleitung, da gehen wir gleich nochmal durch. Hier die kleine Whipped Cream. Dann haben wir die Waffeln. Ich hatte einen Ahornsirup dabei. Das ist Resin. Tatsächlich weiß ich das endlich. Dann hatte ich Erdbeeren dabei. Richtig cool. Erdbeerscheiben und Erdbeeren. Hier noch ein Aufsatz für den Sirup. Einen Teller. Und eine kleine Minigabel. Yay. Und alles, was so mini ist, ne? Das ist so mega meins. Ich liebe diese Miniature-Sachen. Also, wenn ihr wisst, wo man die bekommen kann, dann sagt mir das gerne. Unser Penny hat tatsächlich diese Woche diese Miniverse-Kugeln. Da will ich unbedingt hin und gucken. Ja, ich finde die nämlich super cool. Gefällt mir, ist genau meins. Ja, vielleicht mache ich auch mal wieder dann mehr mit Fimo, weil ich finde das echt schön. Also, die Instructions, das alles könnt ihr haben. Und zwar gibt es einmal Milchshakes, mega cool. Erdbeer, was ist das hier? Mint Chip Shake, Chocolate Shake, Strawberry Parfait, S'mores Parfait, also ihr wisst mit diesen Keks und Marshmallow, Banana Pudding, Strawberry Toast, Banana Toast, Avocado Toast, oh, mega cool. Dann gibt es Kuchen, Blueberry Cheesecake, Strawberry Cheesecake, Lemon Tart, Mixed Berry Tart, K-Lime Pie, Cherry Pie, Chocolate Chip Pancakes, French Toast und die Strawberry Waffles. Und die Strawberry Waffles habe ich. Also wir können insgesamt, was haben wir hier? 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 verschiedene Sachen haben da drin. Das ist echt cool. So, wir haben den hier drin gehabt. Da seht ihr nochmal die kleinen Extras. Und auf der Rückseite seht ihr zu jedem die Anleitung. Super smart, dass man wirklich gucken kann, wie was zusammengesetzt wird. Wir haben hier die Whipped Cream, die Erdbeeren und alles. Und den Maple Syrup mit den Waffeln. Und da steht dann hier so ein kleines Symbol. 5 bis 10 Minuten in die Sonne legen nämlich. Und dann wird das Resin hart. Ja, so, und das machen wir jetzt mal. Wir machen das jetzt mal so Freestyle-mäßig, wie wir das haben wollen würden. Ich würde es erstmal nochmal so hinlegen, bevor ich es wirklich dann anrühre, damit ich weiß, wie ich das mag. Also, wie gesagt, das ist der Untersetzer, da kommt der kleine Teller drauf. Dann brauchen wir die Waffeln. Die sind in diesem richtig coolen Karton, den werde ich auch behalten und zu meinen Miniature-Sachen packen. Der ist schon echt schön designt, ne? Super süß. So, dann haben wir Waffeln. Wenn ihr übrigens was im Hintergrund hört, mein Mann spielt Sims. Sehr, sehr cool. Die fühlen sich auch so ein bisschen weich an. Belgische Waffeln. So, einen nicht so ein bisschen übereinander. Dann haben wir hier die Whipped Cream. Super cool. Die ist auch so ein bisschen weich, silikonartiges Plastik. Der kommt hier drauf, so. Vorher kommt natürlich der ganze Sirup drauf und dann werden die Erdbeeren dazu gelegt. Und ja, mehr war das dann auch nicht. Und das probieren wir jetzt mal. Wir machen das so ein bisschen wie auf unserem Bild hier. Ich packe mal das beiseite. Das hier ist nachher tatsächlich so eine Art Abdeckhaube für unseren kleinen Tisch. Und ich glaube, der Tisch kommt nachher, wenn das fertig ist, hier rein. Also man benutzt die ganze Kugel, was ich richtig cool finde. Und ist das nicht süß? Es ist total süß. Also ist der Wahnsinn. Ich liebe es jetzt schon. Ich finde das wahnsinnig cool. So, aber erstmal muss ich gucken, dass mir das hier nicht runterrutscht. Weil wir müssen das ja noch rauslegen. Vielleicht packe ich es auch woanders drauf.
Ja, wartet, ich packe es mir auf die Holzscheibe. Die kann ich dann einmal auf den Balkon legen. So, wir fangen an. Wir brauchen die Waffeln, die Whipped Cream und die Erdbeeren. Und wir haben hier dieses kleine Ding. Ich hoffe, es kommt noch was raus, weil wir jetzt ja schon über einen Monat aus Malaga zurück sind. Hoffe ich, dass man das, ja. Ich nehme euch noch mal ein bisschen näher ran. So, als erstes schraube ich hier den Deckel ab. Ich habe es jetzt mal so ein bisschen geschüttelt. Gut, die müssen wir dann noch hier aufmachen. Oh, ich hoffe, der war noch nicht offen. Dass er mir irgendwie eingetrocknet ist oder so. Also, wir machen den hier auf. Ey, es ist so warm hier bei uns noch. Da wird das Ding wahrscheinlich sowieso schon gleich fest trocknen. Ich hoffe nicht, dass der da dran festklebt. Muss ich da ein Loch reinmachen. Na toll. So, da sich dieser Deckel leider nicht lösen ließ, habe ich jetzt einfach ein Loch reingestochen. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Und jetzt kommt der Verzierdeckel drauf. Ach, das ist süß. Und jetzt kommen hier die Waffeln. Mal gucken, welche Seite ich nehme. Ich würde sie wahrscheinlich so hinlegen. Wo ist meine Anleitung? Meine Anleitung ist hier, damit ich so ein bisschen weiß, wie es aussieht. So, ich lege sie euch mal mit ins Bild. Ja. Also, so ein bisschen übereinander. So, dann kommt ja das Resin da drauf. Oh, ist das cool. Das ist ja mega. Richtig wie Ahornsirup. Richtig so sirupmäßig. Sehr cool. So, bevor mir das jetzt total schnell trocknet, mache ich jetzt hier die Creme drauf. Ja, und jetzt könnt ihr das theoretisch so belegen, wie ihr das cool findet. Und das damit so ein bisschen auch natürlich festkleben. Na, das ist ja der Sinn der Sache. Oh, jetzt kommt da schon die Sonne drauf. Muss nochmal wechseln hier. Das darf ja noch nicht so fest werden. So. Da kommt noch ein bisschen was drunter, damit der was besser hält. Oha. Okay. So. Plupp. So viel ist da nicht drin. Wo ist denn meine Zange abgeblieben? Ich hatte mal so eine kleine Zange noch. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich nehme jetzt meine Pinzette und verteile jetzt meine Erdbeer-Slices hier auf dem Sirup. Ich weiß auch nicht. Also man hat ja 5 bis 10 Minuten, bis das trocknen soll. Mal gucken. Die Erdbeeren selber, wo liegen die? Keine Ahnung. Kann man auch selber so entscheiden. Ich packe mal eine hier hin. Also wichtig ist ja, dass die irgendwie so ein bisschen in diesem Zeug liegen. Damit das ja klebt. Keine Ahnung, ob da noch was drin ist. So, okay. Ich glaube, da ist nichts mehr drin. Naja, gut. So, jetzt kommen noch die anderen Erdbeeren hier drauf. Ja, eigentlich völlig egal, Hauptsache. Ich glaube, da muss nur ein bisschen was drunter sein. Oh, es zieht schon an. Ich merke schon, wie das sich anzieht. Okay, ich muss ein bisschen Henne machen. Ja, kommt auf jeden Fall auch noch einer drauf. Ist aber völlig egal, Hauptsache ist alles irgendwie cool. Packen wir hier noch einen hin. Und so viele. Ich würde hier gerne noch irgendwie einen an den Rand packen oder so. Hier so. Aber ich habe hier nichts mehr drin.
Da ist ja noch was drin. Ah, da. Klecks, sehr schön. Pack da noch mal was hin. Das ist super. Hauptsache, es klebt dann alles zusammen. Ja, guckt an. So soll das doch sein. Dann kommt hier noch einer rein. Und hier kommt noch einer hin. So ein bisschen. Sehr geil. Oh, ist das nicht süß? Es ist total süß. Ich liebe es. So. Darunter kommt noch der Rest. Ich glaube, jetzt ist es wirklich fast leer hier. Oh, okay. Na, ein bisschen ist da tatsächlich noch drin. Wichtig ist, dass das alles so ein bisschen klebt. Wow, also da ist da ordentlich noch was drin. Naja, dann schmeiße ich hier nochmal was drauf und lasse es hier nochmal drunter laufen. Perfekt. Alles so schön durchnässt ist mit Maple Sirup. So, jetzt könnte ich theoretisch hier wieder auf die Flasche was draufsetzen. Ja, jetzt kommt das Ganze für 5 bis 10 Minuten in die Sonne. Und dann ist es auch schon fertig. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Also richtig cool. Es ist jetzt alles trocken und fest geworden. Ist halt UV-Resin, aber es sieht mega gut aus. Und es, so sieht jetzt meine Maple Syrup Waffeln mit Strawberry und Sahne aus. Ja, hier ist der kleine Tisch. Den macht man fest in diesem Ball. Und ja, die kleinen Verpackungen muss ich mal gucken, wo ich die hinlege. Dann kommt hier die Unterlage rein. Und sozusagen kann man das dann so aufbewahren. Ja, dann ist das so da drin, wie unter so einer Glocke. Das ist schon echt witzig. Ja. Also ich liebe es total. Ich finde die Idee mega cool und ich freue mich schon auf die nächsten Bälle, die ich finden werde, was ich da drin habe. Also das ist so, ja, das schreit gerade so nach Fimo. Huch, Fimo nachmachen. Also eine richtig coole Idee. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch schon die Miniverse Foodkugeln entdeckt habt irgendwo, ob ihr sie euch auch schon geholt habt, was ihr da drin hattet oder ob ihr euch die holen würdet. Ich gucke mal, ob ich sie irgendwo finde, um sie euch zu verlinken. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, der anderen Art. Wenn ihr Lust habt auf weitere solche Videos, dann ja, abonniert gerne meinen Kanal. Das ist kostenfrei und tut nicht weh. Und aktiviert gerne das Glöckchen, dann verpasst ihr auch kein Video mehr, wenn ich ein neues hochlade. Meist versuche ich es jetzt am Wochenende zu machen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem weiteren Video ganz bald wieder. Bis dann. Bye, bye.